Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei MudRunner auf der PlayStation 4. Und es ist heute für euch gestern ein neuer DLC rausgekommen, nämlich American Wilds. Und das will ich heute mit euch mal ein bisschen anspielen. Ich weiß, viele von euch interessiert MudRunner gar nicht, weil, ja, du fährst halt durch den Matsch, machst so ein, zwei Aufgaben und so weiter und so fort. Aber ich feiere das Spiel übel und deswegen habe ich mir mal gedacht, okay, für die 10 Euro hole ich mir das Add-on, also den DLC, und werde ein kleines bisschen mit euch spielen. Ich muss zugeben, ich habe ganz kurz reingeguckt, weil ich neugierig war. Ich hatte ein paar Lizenzprobleme zu Anfang, da wollte der das nicht freischalten. Hat sich jetzt aber geklärt. Wir machen hier mal ein neuer Startgelegenheitsspiel. Simulation mache ich nicht unbedingt. Simulation, ehrlich gesagt, ist mir ein bisschen zu blöd. Gut, starten mal. Und ja, naja. Da, und willkommen in Amerika. Ich weiß, von der Sichtweite durch diesen Nebel könnte am frühen Morgen sein. Ich guck mal, kurz gut 8 Uhr. Habe ich eine Aufgabe? Liefere Belangungspunkte an jedes Sägewerk. Okay, ich muss erst mal ganz kurz schauen. Also mit den Lieferungen und so. Ach, hier ist die Holzstation. Das habe ich schon lange nicht gemacht. Ich muss sowieso mal, glaube ich, auf das andere Fahrzeug wechseln. Aber wenn man das lange nicht gespielt, also so intensiv, dann ist es mal wieder was ganz Neues. So, das Holzding. Ladefläche für Holz. Ich weiß gar nicht, da muss ich das nochmal im Kran wieder draufpacken, oder? Was haben wir denn da? Mehrzweckanhänger. Nee, die Kupplung. Tank brauche ich nicht. Was ist das? Lieferungsanhänger, okay. Nicht verfügbar. Dann machen wir mal ganz kurz. Ich glaube, das war der hier, oder? Normale Ladefläche. Aber ich glaube, ich brauche einen Kran. Holzträgerkupplung. Keine Ahnung, Freunde. Ich versuch's mal mit der Ladefläche. Vielleicht ist ein Kran vor Ort. Ich habe keine Ahnung. Und wir wollen mal durch das kleine Dörflein durchfahren. Deswegen setze ich mir mal ein paar Wegepunkte. Einmal hier an die Matschecke. Fahr dann hier runter. Setz mir mal kurz hier einen Wegepunkt, damit ich ungefähr weiß, wo ich lang fahren muss. Und ich folge der Straße dann hier lang. Und hier müsste ich eigentlich unten was aufladen können, denn da unten ist, glaube ich, noch ein Fahrzeug, was ich nicht entdeckt habe. Wir fahren einfach mal ganz kurz los. Sounds good. So. Und mal gucken. Also, ich habe es vorhin mit dem anderen Fahrzeug dahin getestet. Muss man bei mir ein bisschen leiser machen. So, ich habe es vorhin mit dem anderen Fahrzeug noch kurz getestet, für die Pampa zu kommen. Es ist die Hölle, Freunde. Es ist die Hölle. Aber muss ich jetzt... Hier lang, ja genau. Ich komme jetzt wieder nicht um die Kurve rum. Mal ganz kurz Innensicht machen, damit wir ein bisschen besser was sehen können. Jetzt sieht alles in Ordnung aus. Anhänger ist dran. So, Auflage. Und jetzt geht's ein bisschen durch den Matsch. Jetzt muss ich mal die Außensicht. Ich weiß, viele wünschen sich, dass ich nur auf Innensicht fahre, aber das macht mich wahnsinnig nach einer Weile. So, Diffsperre ist immer. Allrad hat er nicht. Kann jetzt kompliziert werden. Ich hätte zum Anfang auch vielleicht ein anderes Fahrzeug nehmen können. Aber ich nehme jetzt erstmal den Standard einfach nur. Und dieses Rauschen, was ihr hört, im Hintergrund. Weil ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt so hören könnt, wenn ich jetzt leicht rede. Ja, das ist meine PlayStation. Die dreht gerade voll auf. Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel so viel Leistung frisst. Aber die PlayStation Pro, die macht da einen Heidenkrach bei dem Game. Das ist so, als wenn du jetzt zum Beispiel Ark spielst und 1000 Klimaanlagen aufstellst. So ungefähr ist das hier bei MudRunner. Aber ich versuche mal ein bisschen außen die Grasnarbe zu erwischen. Denn hier ist es doch ziemlich durchgefahren. Geil. Kann ich? Warte mal. Nicht die Handbremse. Wie machen wir ganz kurz? Ich muss mit der Winde arbeiten. Ist zwar kacke jetzt. Aber ich komme hier nicht allein raus. So. Lösen. Keine Chance. Ja, mit der Kiste hast du echt keine Chance hier. Was ist denn mit den Amerikanern los? So. Komm rüber da. Selbst mit der Winde habe ich hier Probleme. So. Mal lösen wieder. Gucken, ob er jetzt vorankommt. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, die Grasnarbe zu nutzen. Bei Matsch vielleicht ja, ne? Aber nicht bei den normalen Wegen. Und ich muss hier mit Schwung immer überall rein. Wenn du, sobald du einmal langsamer wirst, ist Feierabend hier. Ach, da ist der Kran. Ey, das ist der Hammer hier.
Ich versuche mal ein bisschen vorne mit der Lenkung zu spielen, damit ich mich mal ein bisschen hier durchquetschen kann. Also mal ein bisschen links, rechts. So, dann schauen wir mal. Holzstation. Schöne Matschpark, dass ich nachher wieder nicht rauskomme. Ressourcensammler leer. Wo muss ich das überhaupt hinbringen? Ins Sägewerk eigentlich, ne? Wo ist denn hier das... Hier ist die Holzstation. Oder ist... Holzstation, Beobachtungspunkt. Sägewerk hier. Arschen. Okay, ich versuche erstmal aufzuladen. Falsche Taste. Kann ich jetzt einfach... Ladung für Truck. Ja. Ah, halten. Gut. Haben wir drauf. Das Ding könnten wir eigentlich auch bedienen. Um Holz... Das ist ein Holzschneider, ne? Der vorne dran hat. Kann ich Bäume fällen mit? Kann ich einfach wechseln? Ich muss das mal ganz kurz testen. Muss mal... Handbremse sollte man natürlich auch lösen. Muss mal kurz schauen. Kran. Kann ich jetzt einfach... Mal... Ich will nur ganz kurz testen. Drehen. Ah, okay. Verstehe. Nur wie? Ah, ne, das ist nur zum Hochheben. Egal. Komm, das testen wir ein andermal. Ich will hier nicht meine Zeit damit verschwenden, dass ich jetzt hier ewig irgendwelche Dinge teste. So. Fahren wir auf die Straße. Ach, geschlossen. Nur Trucks ohne Holzladung dürfen hier durch. Wo muss ich... Welches Sägewerk soll ich denn anpeilen? Hier mal Kurzholz. Wie soll ich denn da bitte schon hinkommen? Das mit den Punkten hier, das ist hart nervig. So. Hinweise. Muss ich hin? Nicht, Ressourcen sammeln. Nicht, dass ich da rüber muss. Hier mal Kurzholz. Ist die Werkstatt? Wie viel an jedes Sägewerk? Werkstatt? Vielleicht muss ich erst den Beobachtungspunkt haben. Ich fahre ganz kurz mal mit dem anderen darüber. Ich kann den ja mal ganz kurz hier stehen lassen. Dann nehmen wir mal ganz kurz den. Achso, ich habe den jetzt einfach hierher geportet. Ist ja auch geil. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz hier. Beobachtungspunkt. Ich will auch irgendwie hinkommen. Ich teste es mal. Ach, den habe ich jetzt gar nicht aufgebaut. Na gut, ich habe jetzt keine Ersatzteile mit. Das heißt, es kann voll in die Hose gehen. Ich müsste eigentlich da hinten rüber. Was? Ich teste das mal ganz kurz mit dem. Was ist das? Muss ich das jetzt hier hinliefern? Weil in den ersten Teilen war es immer so, einfach nur das Sägewerk beliefern. Jetzt ist hier Holz hingeploppt. Oder muss ich... Das aufsammeln. Ihr könnt es mir mal, wenn ihr es wisst, in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier machen soll. Weil zum Sägewerk darf ich nicht hinfahren. Und ein zweites Sägewerk sehe ich noch nicht. Deswegen muss ich, glaube ich, das Auto jetzt absaufen lassen. Scheiße. Hobby Gas. Kann ich mal ganz kurz Insicht machen. Scheiße aus. Oh Gott. Was ist denn das für ein Fahrzeug? Ich meine, so klumpig fährt doch kein Fahrzeug auf der Straße. Guck mal, wie der Dreck hier fliegt. Wir können ruhig mal... wenn das so in Amerika ist, ne, dann hätte ich keinen Bock auf der Straße da zu fahren. So, hier ist Wildwechsel. Ich habe hier, glaube ich, noch nie Wild gesehen. Aber das heißt vorsichtig fahren. 20 Schaden. Kann man mal machen. Aber nichts zum Reparieren bei. Nicht mal das Ersatz hat drauf gebaut.
Wir brauchen den Beobachtungspunkt. Da hinten ist er. Ja, hier habe ich so eine kleine Schlagseite, das zieht übelst drüber. So, da oben ist der Beobachtungspunkt. Muss ich da hochfahren? Was hat das überhaupt? Beobachtungspunkt. Versuch's mal. Wie ein typischer Amerikaner fahre ich einfach den Berg hoch. Das war, als ich irgendwie mexikanisch angehört. Komm! Zieh! Bei mir ist kein Matsch. So, ich habe Allrad ausgestellt, aus Versehen. So. Da haben wir den Beobachtungspunkt. Mal kurz die Handbremse reinkloppen. Tankstelle haben wir gefunden. Holzstation. Gut, dass wir. Hier ist noch ein Fahrzeug mit der Tankstelle. Wir müssen aber. Versuch jetzt. Nee, falsch. Guck mal ganz kurz weg. Fahren wir mal noch die Hauptstraße weiter. Bis. Ich folge jetzt einfach mal komplett der Hauptstraße. Okay. Ich war das jetzt nicht. Oh, scheiße, jetzt habe ich die Karre zerschrottet. Gut. Wir haben einen neuen. Mach's gut, du Penner. Ich konnte auf den anderen umschalten, der da vorne stand. Ja. Ist dann halt so, ne? Es ist ja gewohnt, dass dann auch in Amerika irgendwo mal Fahrzeuge rumstehen. Vielleicht wird das irgendwann so ein. Ja, so Garagenfund werden. Oder Straßenfund in diesem Falle. So. Der fährt sich aber auch wie Schwamm, ey. Seht das an. Wollen wir mal kurz hier in den Augen rumpieksen. So, da unten haben wir die Tankstelle. Können wir mal ganz kurz den Kraftstoff nachbauen. Warum kommst du denn den Berg hier nicht hoch? Tanken wir mal ganz kurz. So. Ja, komm. Machen wir mal ein bisschen. Wunderbar. Vollgetankt, und dann erkunden wir mal die restliche Straße. Ich wollte das eigentlich heute schaffen mit dem Holz abliefern, aber irgendwie. Das war nicht ganz so geil. Was steht denn da? Oh, Wasser über der Straße. Ja, schön, Baustelle. Versuchen wir mal hier eine Seite lang zu kommen. Das ist auch kein Wasser mehr, das ist nur Matsch. So. Müssen wir aber irgendwo mal was Besseres finden. Prüfe Karte. Wir müssen definitiv irgendwo hier an diesem Beobachtungspunkt. Hier unten haben wir noch einen. Ich weiß gar nicht, welchen wir am besten nehmen sollten. Zumindest mal die Karte aufgedeckt haben. Das kann nicht sein, dass die eine Holzstation, dass du da nicht durch darfst. Mit Holz. Also Sägewerk, was du nicht beliefern kannst. Na, wunderbar. Siehst du, klappt doch. Das andere Auto war nicht so gut. Er hat nach einem Überschlag gleich hingegeben. Da war der Motor kaputt. Hä? Ach, da hinten. Warum bauen die Dinger dann so mitten im Wald rein? Gottes Willen, ich umgebe nicht. Erst mal ein bisschen angebumst hier. Da ist er. Gut. Ja, das Dumme ist hier wirklich, Trucks ohne Holzladung dürfen passieren, aber nicht mit. Eine Tankstelle. Das heißt, wenn ich mit dem anderen vielleicht oben rumfahre, oder hier lang, soll das irgendwie kompensieren, hier vorne über diese Straße. Das heißt, ich könnte den Ford da vorne hinstellen und den vielleicht durchziehen. Haben wir noch ein Ford? Hier ist ja das Sägewerk. Probier das gleich mal. Es ist ja auch gar nicht mal weit davon entfernt. Das heißt, Sammelpunkt wäre hier. Ich guck mal, wie die Lage da unten ist.
Winde haben sie ja, glaube ich, alle dran. Ich hatte... Was ist denn das? Mann. Naja, so geht's. Man muss halt zwei Autos reinstecken, ne? Gut, wir haben es geschafft. Er fährt noch. Aber siehst du, wieder der rote Ford, der ist zuverlässiger. Der andere, der keine Ahnung, das ist halt so ein Seitenkipper. Okay, cool. Schauen wir mal, wie da unten abläuft. Ich nehme mal hier so eine kleine Abkürzung. Ich glaube, den versenke ich jetzt. Hier werde ich richtig hart versenken. Ups. Mach die Fahrzeuge bald noch komplett kaputt. Ich will nur testen, ob der rüberkommt. Bisschen Schaden, noch ein bisschen. Komm, das schaffst du. Die paar Millimeter. 7 Schaden. Ja, 6 Schaden. Komm. Das Ding ist schon komplett unter Wasser. Und das Öl schwimmt oben. Oben. Komm. Jawoll. Mensch, das Auto ist widerspenstig, Freunde. Guck. So macht ein echter Amerikaner das. Muss schon sagen, also so ein Fahrzeug würde ich mir dann auch kaufen, wenn er das wirklich kann. Aber ich glaube, da komme ich. Nee, da ziehe ich den nie. Never durch. Never. Ah, da hinten ist noch eine Brücke. Hey, wo sehe ich denn bitte schon die Brücke? Da! Ah, Trucks ohne Holzladung. Was ist denn das? Kannst du hier nur. Ah, du kannst hier aber auch wirklich nur an die Sägewerke rankommen. Da lang. Muss ich ja total den Umweg fahren. Und wo wir wetten, da hinten ist wieder irgendeine Brücke. Gut, wir sind auf Kurs, Freunde. Ich zerstöre mir zwar das Fahrzeug, aber ich hoffe, wir kommen heute an. So, ich darf hier 55 fahren. Hier wirklich nicht. Gibt es eine Abkürzung oder so? Ich will es nicht riskieren. Aber ich merke schon, wir sind nah dran. Ne? Wasserstraße wieder. Tiefe Wasserstraße. Richtig tiefe Wasserstraße. Versuchen wir hier. Geil. Scheiße. Winde anbringen. Versuche mal. Muss da vorne irgendwie raufkommen. Lösen. Bitte. Ah, da. Guck mal. Genau, so kommen wir da auch durch. Dass der kleine Baum das aushält, ne? Muss dir vorstellen, ich habe hier 1000 Bäume geladen. Der eine kleine Baum muss das aushalten. So, wir sind wieder. Also bin ich. Den Bogen? Ich will jetzt nicht da unten in die Pampa fahren. Und auch gerade nicht bergab mit der Kiste. Fahren erstmal ganz kurz lang. Und gucken, ob wir vielleicht bei der großen Straße irgendwo eine Abbiegestelle finden. Macht sich bei Nacht echt beschissen hier. Das ist doch ein ganzes Stück weg, ne? Hier hinten kommt nachher ein Berg, da will ich auch nicht runter. Ich meine, ich könnte es mal riskieren, aber die Karre ist hin.
Dann bleibt uns nur noch übrig, hier vorne abzubiegen. Da. Jetzt wir mal... Achso, wir müssen den anderen Punkt mal ganz kurz entfernen. Wo war jetzt hier? Da. Ja, dann machen wir den mal weg. Knotenpunkt. Und dann wissen wir ungefähr, wo wir abbiegen müssen. Glück mit Auge. Ja, also perfekte Fahrer. Bei Nachtfahrten, ne? Da werde ich halt schnell müde. Da juckt die Nase und die Augen. Rennfahrer. Von der Trophy. Teile ich mir auf Twitter. Gut. Sieht ja. Wir jetzt da vorbeifahren? Ne, kommt noch, kommt noch. Da können wir gleich das Sägewerk belagern. Ja, belagern, nicht belagern. Heißt nicht. Beliefern. Dann haben wir zumindest eins geschafft. Eine Aufgabe. Gut, wir müssen hier abbiegen. Ey, wir hätten sie aber vorne den Weg aufmachen können, ne? Da ist noch ein Ford. Wir hatten das Sägewerk mit 8 beliefert. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die falschen Dinger mit, sonst raste ich aus. War ich richtig? Sägewerk? Ich mach mal... Wollte ich noch? Ey! Sägewerk. Genau. Mal ganz kurz. Was hat denn der? Truck wechseln. Was hast denn du jetzt? Du hast Treibstoff. Okay, mal ganz kurz. Dann machen wir mal einen Tankwagen. Wir betanken dich mal. Tank dich mal selber. Dann Truck wechseln. Gehen wir mal wieder auf die Corvette da hinten. Handbremse lösen. So, Sägewerk. Wie viel haben wir denn überhaupt drauf hinten? Drei. 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 Nur... Gibt's denn auch irgendwo eine Holzstation? Wäre ich blöde. Könnte jetzt in der Theorie... Ah, der ist immer noch kaputt. Stimmt ja. Da war doch noch der andere, ne? Genau. Aber das machen wir nächste Folge. Ja, wir haben ja großteils jetzt alles kaputt gemacht. Man sieht's. Das machen wir nächste Folge weiter. Ich werde dann noch bald erkunden, was hier ist, ob hier auch irgendwo, ja, ob man ja auch irgendwo Holz abholen kann, weil das ist scheiße. Wenn wir jedes Mal außen rumfahren müssen, also hier oben ist eine Holzstation, das würde sich vielleicht ein bisschen besser machen, weil wir müssen hier beide beliefern. Guck mal, das ist ja, jetzt haben wir 3 von 8 und dann 0 von 8, das dauert eine ganze Weile. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen, hoffentlich hat es dir gefallen, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen da, ne? Und bis zur nächsten Folge. Haus rein, mach's gut. Ciao.